Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Green Hell. Und hier liegt der gute Alvarez. Hat es leider nicht geschafft. Hat sich aber nochmal ausgekotzt über mich auf dem Aufnahmegerät. Und wir haben anscheinend 150 Millionen Menschen auf dem Gewissen. So wie ich es verstanden habe. Ja, klingt nicht so nice. Aber wir müssen jetzt ein Heilmittel finden. Das war zumindest die Mission, die ich vorhin gesehen habe. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich meine, es sind schon genug gestorben. Ich hoffe, es sterben nicht noch mehr. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Wendung nimmt hier, die Geschichte. Alles wird immer seltsamer. Die ganze Ausrüstung, woher stammt sie? Blablabla, das habe ich schon alles gesehen. Noch ein zeremonieller Ort. Mir hat noch immer kontaktiert. Ich muss es riskieren, ich muss mich erinnern. Ich muss hier an... Oh mein Gott, ja, das haben wir gemacht leider. Bin ich? Die ganzen Leute. Mia, ich habe dich schon einmal geheilt. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Ich finde einen Weg. Ich muss... Wo bist du hin? Okay, diese Zeichnung da mit einem Leichensack ist jetzt nicht so einladend. Das heißt, wir müssen Heilmittel finden und irgendwie Mia retten, falls sie noch lebt. Wir waschen uns erstmal. Wieso können wir sie denn nicht nochmal versuchen anzufunken? Das wäre jetzt so... Oh ne, nicht trinken. Erstmal verklicken. Das ist gut gegangen. Gucken mal. Please, Mia. Mia? Mia, come in, please. So da, Mia. Help is on the way. Come in. Puh. Ja, ich weiß nicht, ob Hilfe auf dem Weg ist. Ja, wir müssen jetzt eigentlich diese Stelle finden, wo es nach oben ging. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier war, oder? Also wir sind jetzt ja hier. Das heißt, wir müssen erstmal nach Norden wieder gehen. Und dann müssen wir eigentlich hier nach Osten, nicht nach Osten, nach Westen gehen. Und dann wieder nach Norden. Also ich glaube, wir müssen hier hin. Aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal hier hochzukommen und hier nach links zu unserem Lager. Das war hier bei der Anaconda. Also das wäre jetzt so das Ziel. Das versuche ich jetzt mal. Okay, wir haben es jetzt fast geschafft, Leute. Da vorne ist schon unser Lager. Ich wurde leider unterwegs von einer Schlange gebissen, aber ich habe zum Glück noch einen Tabakverband dabei gehabt. Das ist ganz gut. Die Schildkröte hier müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Wir werden jetzt ins Lager gehen, erstmal eine Runde schlafen. Dann werden wir am nächsten Tag gucken, ob wir nochmal die Kletterstelle da finden. Das wäre auf jeden Fall nice. Wir essen aber nochmal so ein paar Sachen eben, bevor die hier verfaulen. Sieht ja auch sehr interessant aus. Sind wir denn hier? Neuer Ort. Eine kaputte Brücke. Oh mein Gott, okay. Ah, okay, wir sind ein bisschen abgedriftet von der Stelle hier. Wir müssen noch ein bisschen östlich gehen. Ist kein Problem. Aber es ist ganz gut, dass wir einen neuen Ort hier gefunden haben. Dann haben wir noch mehr Anhaltspunkte, wo wir uns befinden. Das ist immer gut, sowas zu haben. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen Richtung Osten. Und dann sollte das passen. Eigentlich in diese Richtung hier. Ah, hier ist sie. Perfekt. Wir haben es gefunden. Mit so einer dicken Gun. Jetzt sind wir hier oben. Oh mein Gott. Ja, da geht der Spaß. Und auch direkt so ein altes Lager. Das ist doch perfekt für uns. Ja, wir werden uns jetzt aber gar nicht lange ausruhen hier in diesem Lager, würde ich sagen. Wir gehen jetzt noch weiter erkunden. Manchmal ist das aber auch schreckhaft, dieses Geraschel, ne? Ich weiß aber nicht, in welche Richtung wir gehen sollten. Am besten sind ja immer so Wege oder sowas. Aber ich würde jetzt fast sagen, dass wir... Also wir sind jetzt hier hochgegangen. Das heißt, wir müssen eigentlich Richtung Osten gehen. Das macht am meisten Sinn. Ja, da stimmt die Richtung hier. Also da oben habe ich jetzt soweit nichts mehr gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie einen großen Fehler gemacht. Also ich glaube, ich sollte hier diese roten Punkte mal lieber aufsuchen. Ich gehe jetzt mal erstmal hier hin, weil ich bin jetzt gerade hier. Das heißt, ich gehe hier runter. Und ansonsten müssen wir hier wieder komplett zurückgehen und dann hier mal zu dem roten Punkt. Der hier könnte natürlich auch noch was bedeuten. Aber ja, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal runter zu dem Punkt und schauen mal, was hier ist. Oh, was haben wir denn hier? Das könnte der Punkt sein. Schon verdächtig aus hier, ne? Was ist das? Ist das ein Flugzeug? Da oben? Oh mein Gott. Kommt man da irgendwie hoch? Ich kann es leider nicht erkennen, was es ist.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Flugzeug oder sowas ist. Sah ein bisschen so aus, ne? Ich müsste jetzt irgendwo hier in dieser Gegend sein. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich bin. Ich versuche auf jeden Fall mal einen Weg nach oben zu finden. Aber erstmal werde ich jetzt hier wieder die Ege los, wie immer. Und dann gucken wir mal, ob wir hier einen Weg nach oben finden. Ansonsten müssen wir halt wirklich nochmal zurücktauchen und da mal weiterschauen. Oh oh. Hier vorne sind Eingeborene. Drei Stück. Legen wir uns mit denen an. Essen noch mal ein paar Sachen. Ja, dieses Leben kriegen wir gar nicht wieder, ne? Jetzt. Komm, Leute, für das Video. Dafür könnt ihr aber auch mal ein Like da lassen. Versuche einen direkt auszuschalten. Oh, hat nicht geklappt. Komm. Oh Gott. Aua, aua. Oh mein Gott, es klappt niemals, Leute. Bleib weg. Ja, wallaleo. Die kreisen mich ein. Aua, ich häng fest. Oh Gott, wir müssen hier weg. Oh. Keine Ausdauer mehr. Ja, und jetzt? Dumm gelaufen, ne? Okay, wir haben ihn ausgetrickst. Das sind seine Kumpels. Auf jeden Fall die Fußstapfen. Wir springen wieder rüber. Tja, ist eine fiese Stelle hier, ne? Nur keine Pfeile mehr. Ich würde den gern looten. Oh Gott, keine Ausdauer mehr. Zurück, zurück, zurück. Was willst du, Junge? Mach dich fertig. Ich habe halt kaum Ausdauer, das ist echt doof. Irgendwas, was hilft? Kann ich mir Pfeile basteln? Okay, dann habe ich nicht mit, ne? Leider nicht. Oh ja. Okay, der scheint hier nicht weiterzugehen. In den Pfeil nehmen. Ich häng fest. Oh. Regeln wir das so, Leute. Easy. Okay, sehr schön. Läuft doch. Der eine ist irgendwie verloren gegangen. Ich weiß nicht, wo der ist. War jetzt nicht so elegant, was wir gemacht haben, aber wir haben die ersten Eingeborenen besiegt. Ich weiß nicht, ob der Eingeborenen-Speer besser ist als der Obsidian-Speer. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Denk mal nicht, ne? Ich denke mal, ich nehme den hier wieder mit. Wir werfen den Eingeborenen-Stammes-Speer weg. Und wieder unseren Obsidian-Speer mit. Wir haben uns eigentlich ziemlich gute Dienste erwiesen. Ja, das Menschenfleisch brauchen wir auch nicht so weit. Die Federn sind ganz praktisch, dann können wir uns neue Pfeile herstellen eigentlich. Oh mein Gott, wir haben ganz hohes Fieber. Warum? What's happening?
Warum haben wir Fieber? Oh, und Ohnmacht. Töte durch Infektion. Wow. Ja, Leute, ich habe halt einfach vergessen, meine Wunden zu versorgen. Das war natürlich ziemlich, ziemlich dämlich und bitter. Wir müssen jetzt, hier sind wir beim Lager, wir müssen wieder zurück nach Osten. Also die Richtung stimmt. Ja, das war, habe ich vergessen. Aber es ist auch schon sehr, sehr spät, muss ich sagen, weil ich das gerade sehr lange wieder aufnehme am Stück. Aber es macht auch gerade wieder richtig Spaß, das Spiel. Aber ich würde gerne noch ein bisschen vorankommen, weil in dieser Folge ist mir nicht wirklich was passiert. Bis auf den Kampf jetzt gerade. Ansonsten bin ich eigentlich nur am Hin und Her irren und suchen und ja, habe leider auch noch nicht so viel Erfolg gehabt bei der Suche. So, wir sind bei der Kletterstelle. Sehr gut. Klettern wir mal runter hier. Dann müssen wir gleich noch ein Stück tauchen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder fast da, wo wir hinwollen. Dann sind wir eigentlich schon wieder in dem Sumpf. Bei dem Sumpf müssen wir dann gucken. Tauchen wir mal eine Runde. Und dann sind wir eigentlich beim Sumpf schon. So, wir sind unten im Sumpf wieder. Also in dem Sumpfgebiet. Und ja, ich will halt hier unten hin. Ich weiß nicht, was dieser rote Punkt bedeutet, aber ich will es herausfinden. Das heißt, also wir sind jetzt hier oben. Wir müssen jetzt einmal Richtung Süden, ganz, ganz weit. Am besten orientieren wir uns an der Wand rechts. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon waren. Oder was bedeutet dieser rote Punkt? Oder bedeutet das, dass wir da ein Lager haben? Keine Ahnung. Weil irgendwo da habe ich auch ein Lager gebaut. Könnte halt auch sein, ne? So, wir sind jetzt bei unserem Lager angekommen und gehen jetzt mal noch weiter Richtung Süden. Gucken, was wir hier noch so finden. Oh ja, hier geht es auch noch weiter, glaube ich. Hätte einfach nicht zurückgehen sollen. War eine doofe Idee. Das sieht hier nach einem guten Ort aus, wo wir auch hin müssen. Aber ich hatte halt diese komische Kletterstelle da verwirrt, weil ich die halt noch im Kopf hatte. Ich dachte, das wäre dann der richtige Weg. Aber scheint mir so, als wenn wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Jetzt habe ich wirklich lange, lange Zeit verschwendet, finde ich. Aber gut, wenigstens hatten wir einen spannenden Kampf und haben noch ein bisschen erkundet von der Karte. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber momentan kommen wir auch ganz gut voran bei dem Spiel. Ich habe auch gehört, es soll mehrere Enden geben. Ich bin mal gespannt, welches wir erreichen am Ende. Ich hasse diese Leguan. Also hier gibt es viele Abzweigungen. Die Karte bringt uns jetzt leider nichts mehr. Links oder geradeaus? Geh mal hier lang. Der Weg scheint mir gut zu sein. Hier geht es durch eine Höhle. Ich hoffe ja, dass wir hier irgendwo ein Lager finden nochmal. Das wäre cool. Und vielleicht hoffentlich nochmal eine neue Karte. Das wäre auch sehr gut. Dass wir uns nochmal ein bisschen orientieren können. Also ist halt echt schwer, ne? So muss man sich halt echt die Gegend merken. Wie die aussieht. Scheint hier aber gerade durch eine richtige Schlucht oder sowas zu gehen. Das ist echt krass. That's the village. Oh mein Gott, das ist halt echt dieser Ort, wo das große Lagerfeuer war in der einen Version. Wir gehen natürlich nach unten. Wir wollen herausfinden, ob wir da noch jemanden antreffen oder ob wir da nochmal irgendwie eine Erinnerung bekommen. Please, Mia, I need you. Na, Mia will sich immer noch nicht melden. Blöde Kuh. Na, was ist das, blöde Kuh? Das war knapp. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Ich bin halt echt unaufmerksam geworden, weil ich schon so lange unterwegs bin. Ich irre halt schon lange durch diesen Dschungel und ich laufe halt, sprint halt auch nur noch die ganze Zeit, ne? Habe ich jetzt echt schon wieder Blutegel. Die mache ich mal eben. Entschuldigung. Mache ich nochmal eben hier vorher weg. Die sind aber auch lästig, die Dinger, ne? Die nerven halt auf irgendwann nur noch, ne? Am Anfang waren die cool, aber... Oh Gott. Ich hoffe, hier ist niemand. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Mia, where are you? Mia, say something! Mia? Bist du? Langer Stock. Tagebucheintrag, da gucken wir doch mal ganz kurz rein, was wir da Schönes bekommen haben.
Aus diesem Dorf hat mich Mia angefunkt. Hier ist aber keiner. Nicht einmal ein verdammter Stammesmann. Es gibt aber noch einen zeremoniellen Ort. Es gibt nur eine Lösung. Ich muss nochmal blablabla trinken. Ja, dann werden wir wohl die nächste Vision jetzt gleich erleben. Können wir dann hier irgendwo speichern? Das wäre cool. Ah, zum Speichern habe ich leider hier nichts gefunden. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich könnte jetzt hier noch was bauen oder so. Aber habe ich jetzt keine Lust zu. Wir machen jetzt mal eben das Feuerchen an. Und dann gucken wir mal, ob wir hier alle Sachen finden für das Gebräu. Also diese Ranke habe ich vorhin schon gefunden. Aber die Blume fehlt uns noch. Die ist ja auch immer viel, viel schwieriger zu finden. Leider so. So, Psychotria-Blume müssen wir jetzt nochmal eben finden. Wir wissen ja, wie die aussieht. Ah, gefunden. Okay. War gleich um die Ecke. Muss halt nur die richtige Seite finden. Kommen wir hier durch? Ne, kommen wir leider nicht. Müssen wir einmal außen rumlaufen. Macht ja nichts. Ja, der Dschungel ist echt verdammt groß. Also ich habe wahrscheinlich richtig viel übersehen. Und ja, ich denke, man muss auch bestimmte Sachen machen für halt bestimmte Enden oder so. Ich hoffe, dass wir ein gutes Ende hinbekommen. Wahrscheinlich eher nicht. Na, schauen wir mal. Erstmal geht es jetzt in unseren nächsten Trip. Wir machen uns wieder so ein schönes Gebräu. Und dann sehen wir gleich wieder bestimmt Kinder. Lecker. Yum, yum, yum. You're gonna miss them again. Mia, where are you? You'll stay here with me. Again. I see. Is that what you want? Los mit mir. No, no, not again. Oh Mann, ich will Mia endlich wiedersehen. Just tell me what happened. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Oh, ist das schön. Da war die Hoffnung wieder da, dass sie gesund ist. Willkommen zu Hause. Puh. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Oh nein. Arme Mia. Every patient of Immolocor became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. Sprechen? Man steht doch da immer berühren, oder? You left me here. You left me alone to die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Nein. Sie allein zu Hause gelassen, weil ich sie nochmal retten wollte und dann nochmal zu den Jabberwockers wollte. Und sie kommt damit gar nicht klar anscheinend. Und jetzt? Einfach nur zu mir. Die alle tot, die Jabberwocker? What happened here? Everything we do makes the tribe suffer.
Oh mein Gott, der arme Stamm. I sold their secrets. It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? Mia... You know I can't remember. Just tell me. Gott, ey. Ich habe richtige Erinnerungslücken anscheinend. Ist das das Zelt, wo wir am Anfang waren, mir und ich? Weeks passed. You were certain you would find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. Das habe ich ja alles schon mal gesehen, ne? Die ganzen Notizen. Oder nicht? Ich glaube schon. Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe. So wie schon seit tausend von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Okay, natürlich, die sind untergetaucht. Weil, ja, alle Leute hinter ihnen her waren wegen den Heilmitteln und sowas. Dank des Kambo-Rituals ist die tödliche Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich. Südamerikanische Stämme entziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdosen, bis sie immun gegen das Gift sind. Okay, das ist klug. Scheint wohl eine der Heilmethoden, Praktiken zu sein von denen. Die Jabberwocka lebten tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und lebten daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel, der einzige Hinweis, wieso wir hier sind. Okay. Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsam bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Jabberwocka, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Okay. Also sind die bösen andere, nicht die Jabberwocka. Das haben wir uns ja schon gedacht. Jaguar. Die größten Katzen der amerikanischen Kontinente. Sie haben stärkere Kiefer als Löwen und können mühelos den Schädel ihrer Beute knacken. Sie jagen sowohl im Wald als auch im Wasser und ist nirgends sicher. Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf einen Jaguar gestoßen. Er kann von Glück reden, dass er noch lebt. Okay. Tiere des Regenwalds, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Proteinen und Fetten sind, stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Okay. Essen und so können wir nicht looten wahrscheinlich. Weil wir hier in einer Erinnerung oder so sind. Und jetzt? Was muss ich machen? Ah. Do this for me, please.
wir sind im Krankenhaus. Sind wir jetzt wirklich im Krankenhaus? Das ist noch eine Illusion, das sieht irgendwie nicht so aus. Krankenhaus ist kein gutes Zeichen. Nicht Mia Higgins. Oh, natürlich Mia Higgins. Oh mein Gott. Ist halt komplett isoliert. Sieht nicht gut aus um sie. Oh, die arme Mia. Mia? Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Wir sind am Ende, glaube ich. Ja, ich habe das Heilmittel. Habe ich nicht geschafft hinzubekommen. Oh nein. Tut mir leid. I'm sorry. I don't have a cure. I just wanted to find you. Then oh nein. Come. I'm waiting for you. Wartet auf mich? Mia? At last! You found me. Isn't that what you wanted? Hm? What? Can you feel me watching? What the fuck? Just calm down. Ist gruselig. Das ist Mia. Nothing else mattered. And even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear. Please, let's get back to the airstrip. But where are you? You are pathetic. Where I've been all along? God damn it, if I lose you, then everything here was for nothing. Oh mein Gott, so gruselig. You killed them. Look at them. Look at all the people you killed. I will fix all of this. How many times have you failed? Jake, give up. Please, just give up. Just give up. Go away! Ich verschwinde hier. Will hier nicht sein. Das sind Leute, ey. Da ist Mia. Oh, no, please stop. How many times have you been here? I said stop. How many times have you tried? Stop it! You can't save me. There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh. Leave me alone! Just the way you left her? Alone in the hospital, waiting to die.
I wanted to fix this! Will you? You can't fix it! Yes, find the cure. Just give me another chance. There is no cure! Then go. What are you waiting for? Murder! No! Don't go there! I'll fix this. Wait for me. Just a little longer, I swear. Get back here! Fuck! You can't fix it! Fuck! You'll never get back! You listen to me! You can't run away from this. Oh, das war's. Oh mein Gott. Eieiei. Also ich muss wirklich sagen, die Story ist echt gut von dem Spiel. Und es gibt mehrere Enden. Und wir haben verkackt. Wir haben Mia nicht gerettet. Wir hätten noch ein bisschen mehr rumforschen müssen und mehr lesen müssen wahrscheinlich und sowas. Meine Lesefaulheit hat uns wahrscheinlich am Ende das Ganze gekostet. Aber es war trotzdem ein richtig cooles Spiel. Vielleicht werde ich nochmal irgendwann die anderen Enden spielen oder nicht. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich muss echt sagen, Green Hell hat richtig Spaß gemacht. Falls euch das Projekt gefallen hat, würde ich mich mega über ein Like freuen. Falls euch mein Kanal gefällt, dürft ihr ihn auch gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.